Aber die Vorzeichen sind für unseren GFC schon mal dahin sehr gut, dass wir heute in Schwarz spielen. Ja. Denn wir haben alle Spiele bislang gewonnen, die wir in Schwarz gespielt haben. Vielleicht wäre das auch mal eine Idee, für so ein Heimspiel mal einfach in Schwarz aufzulaufen. Nein, Spaß beiseite, an sich haben wir aus den letzten drei Spielen einen Punkt geholt. Das war natürlich zu wenig. Oh, Schmede. Schmede mit dem Fehler. Mit dahinter laufen, mit dem Abschluss. Und dann fordern sie Rückpass. Jannis Fahr gibt den Ball da zurück, mit welchem Teil des Beines auch immer. So, Rudi jetzt, muss die Flanke kommen. Zu kurz. Trotzdem gefällt mir das jetzt. Später. Erster Abschluss des Spiels. Ja, nach 12 Minuten. Ja, es gefällt mir trotzdem jetzt ganz gut, wie wir bislang spielen. Ich wollte sagen, Jannis Fahr, das hat er mit vielen von den Wismarern gemeinsam, eine Hansa-Vergangenheit. Ja, mit fast jedem hier. Da können wir die Liste einmal komplett abarbeiten. Ja, ist so. Und der Schmiede-Fan Nummer 1 ist hier auch wieder im Chat, Jonas. Aber jetzt schauen wir erstmal auf Jannis Fahr. Der Ball ist gut in den Rückraum. Und dann gibt's Elfmeter. Dann gibt's den Elfmeter, verursacht durch Laris Kodanek, der dort in die Beine geht von Sofyan Benyamina. Justin Borchardt hüpft auf der Linie. Ja. Der Anlauf. Und da ist das 1:0 für den Greifswalder FC in der 20. Spielminute. Schön den Justin Borchardt verladen und der Gefaulte trifft zum 1:0 für den Greifswalder FC. Welcher Platz ist Bismarck in der Tabelle, wird hier gefragt, Göttler? Achter. Also wirklich absolut im Mittelfeld, solide Saison bis hier, 16:15 Tore auch. Oh, jetzt einmal der Blick, Ball vielleicht in die Spitze. Könnte abseits gewesen sein. Fahne bleibt. Oh, das, oh, ist, das ist der Fehler. Und Sofyan Benyamina mit dem 2:0. Und wieder ist es Laris Kodanek. Das tut mir jetzt ein bisschen leid für den Jungen. Ja. Sufi ist da eisekalt. Erst den Elfmeter verursacht und jetzt mit dem Fehler dort. Und dann schön durch die Beine von Justin Borchardt. Danke auch an über 450 Menschen, die mittlerweile hier im Stream mit dabei sind. Herzlich willkommen auf dem Kanal des Greifswalder FC. Und wenn ihr uns noch nicht folgt, klickt doch gerne mal auf Abonnieren und dann verpasst ihr zum Beispiel danach die Pressekonferenz nicht oder die Stimmen. Ja, Göttler, es wird heute eine Pressekonferenz geben. Ich weiß. Ja? Ich war hier, als uns das gesagt wurde. Ne? Ungewöhnlich für einen Landespokal, aber... Bei so einem Spiel kann man das mal machen, finde ich. Also es gibt ja sowieso in dieser Runde nicht nur hier heute ein relativ hochklassiges Spiel. Ja. Es gibt auch auf einem anderen Platz durchaus was. Also... eine sehr interessante Pokalrunde und generell dann entsprechend dadurch auch eine neue, gute Pokalsaison. Mal gucken, jetzt könnte man Ogi Heil mitnehmen. Ja. Der hat viel Platz. Er ist Linksfuß, aber bringt den mit rechts und das 3:0 durch Guido Kutscher. Und da gibt's die Faust. Da gibt's die Faust von ihm. Er ist zurück. Er ist zurück. Und das war ein klasse Angriff. 27. Minute, wirklich sauber gespielt. Ogi Heil, schöner Laufweg. Schönes Angebot geschaffen dafür, ja. Sufi. Ja, jetzt spielen sie sich da mal gut hinten raus. Aber eigentlich auch wieder gar niemanden überspielt. Nee. Und dann müsste es das jetzt auch gewesen sein. Dann pfeift jetzt ab, René. Ja, da guckt er auf die Uhr. Und damit sind wir in der Halbzeit. So, dann Tille wieder. Ja, der ist auch nicht gut. Aber aus dem Hintergrund müsste Sauer schießen. Sauer schießt. Vorbei. Sauer? Sauer. Scharf, Samuel, scharf. Sauer. Gürtler, was ist... Irgendein Geschmack halt. Was ist denn jetzt mit dir los? Sauer, scharf, süß, was denn? Oh Mann, ey. Oh Gott, ey. Namen sind für mich Schall und Rauch. Ich neige dann ja auch dazu, Grevesmühlen haben wir auch, ich neige dann ja auch dazu zu überlegen, haben wir irgendwelche Ex-Spieler, die wegen Studium oder sowas weit weggezogen sind? Schauen die vielleicht zu? Bei München fällt mir jetzt gerade gar nicht ein. Oh, der Ball ist gut auf Schmiedemann und... Manske! Benyamina oder Manske? Ich glaube, es ist Benyamina gewesen. Also der lässt sich mehr feiern. Ja. Daher wird es wohl Benyamina gewesen sein. Und das ist 4:0. Hat sich jetzt Jonas Banuas den Ball hingelegt? Sehe ich das richtig von hier? Ja, der denkt sich auch, jetzt ist eh egal. Ja, dann pass mal auf. Mal sehen, wie egal ihm das wirklich ist. Jonas Banuas mit dem Freistoß.
In die Mauer. Ja. Zweiter Ball. Und Striezel klärt den. Und jetzt kann Manske mal Druck machen. Das ist eklig für jeden Verteidiger. Oh, da wäre er fast mit der Hand hingegangen. Und bei Benjamin Hadin? Ja. Hinten wäre Engel. Ball in die Mitte und Johannes Manske mit dem 5:0. Okay. Und es war richtig, da hinterher zu gehen. Absolut. Und ich sag's dir ganz ehrlich, jetzt bin ich wirklich wahnsinnig positiv überrascht, ja, was wir gerade machen. Definitiv. Kommen richtig gut aus der zweiten Halbzeit. Dann nimmst du dir als Anker Wismar in der Pause nochmal vor, irgendwie ranzukommen. Jetzt ein frühes Tor, dann ist das Ding hier vielleicht wieder ein bisschen heiß. Aber mit dem 5:0, denke ich, können wir jetzt schon mal das Ticket-Achtelfinale fast buchen. Okay, habt ihr es hoffentlich gehört? Finn Janke und Johannes Plawan kommen rein für Lars Kolanek und Jonas Hurtig. Wir gucken uns jetzt fix die Ecke an. Boah, der war ganz alleine und hatte eigentlich auch ein gutes Timing beim Einlaufen. So, jetzt. Scharf. Den muss Ali eigentlich einholen, ja. Aber guter Ball auf Scharf. Oh, und Jakubow ist da. Ganz stark. Mit der Pranke. Oh, wie er da vorbeigeht am neuen Mann. Ja, oder? Ja, Plawan. Und jetzt Ball halten. Ah. Ist aber auch so ein bisschen der Vergleich. Von Wismar kommt gar nichts. Die haben keine... Also klar haben sie hier einige Fans, aber kein Support, keine Trommel, keine Fahnen und... Schönes Ding. Der war gut und da ist der kleine Fehler von Jakubow, der den in die Mitte abprallen lässt und dann ist Erik Martin mit dem 1:5 da. Genau, tja, Fabius reicht das dazu. Okay. Also die Anlage ist ordentlich aufgebreddert. Diesen Witz. Gute Flanke. Ja. Zweiter Ball. Bille. Und das könnte doch abseits gewesen sein. Nee. Ja. Er lag einfach, ja, ich glaube, da hat der Linienrichter Erbarmen. Genau. Da muss er auch ein bisschen lachen. Aufbau über Niki Brandt, nochmal Kratzer. Flanke geblockt und dann... Dann geht der Blick zur Uhr. Ja, ich denke, der wird ihn. Dann können wir schon mal sagen, danke fürs Einschalten. Ja, jetzt wird der Abpfiff gleich folgen. Danke fürs Einschalten. Wir stehen im Achtelfinale, folgen dem SV Pasto, schlagen uns einmal ab. Tore zweimal, dreimal Benjamina, einmal Kutscher, einmal... Wer hat das andere? Das fünfte. Manske. Manske, stimmt, habe ich fast vergessen. Und dann sehen wir uns oder hören uns im Achtelfinale wieder. Danke, dass ihr dabei wart. Ciao. Jo, bis ins Achtelfinale dann.